Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Wow. Okay, während im Hintergrund mein PC extrem am Spiel leidet, werde ich mal zurückgehen und schauen, ob ich mein Schiff bekomme und meine Schwester ignorieren. Der Storypunkt wäre nicht so interessant, meiner Meinung. Überhaupt schaut sie gar nicht wie meine Schwester aus. Und dann schauen wir, ob ich mir meinen Hoodie anziehen kann. Das Einzige, was ich will. Nicht mehr in diesem Outfit herumrennen. Was habe ich jetzt getan? Oh. Ups. Hurra, hurra. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Ich hab kein Licht an. Verdammt! Das ist die Tempest. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt. Und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß. Ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Ich muss schauen, dass ich dieses Playthrough bis zum Sommer ganz schnell durchhabe, sonst überlebt es mein PC nicht. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln
Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert. Es ist jetzt an uns, einen Weg zu finden. Wir alle sind bereit für diese Herausforderung. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Okay. Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Kann ich meinen Vater anrufen? Oh, warte, er ist tot. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Das ist Liam, er ist scheiße. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. Nee. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit altem Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Wir sind auf uns gestellt, zum Wohle aller anderen. Das ist es, was Pathfinder jetzt bedeutet. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Oh Gott, das war, glaube ich... Gott, das war, glaube ich, das schaue ich mir extra mal an. Nein, Story-Fokus. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Story-Fokus und mir blöd alles anschauen, was ich keine Ahnung habe später. Nein. Story-Fokus, deswegen haben wir auch eine leichte Schwierigkeit. Wir sind fast unterwegs. Endlich. Hallo, ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Du hast ein intensiv lautes Hallo. Jill? Hallo, können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Sehr gut. Später reden gefällt mir. Auf Zug. Runter. Da haben wir sie. Wo war mein Zimmer noch schnell? Das ist Lebenszimmer. Und Koras war, glaube ich, um die Ecke. Oder war Koras das oben? Und das ist Vedras. Oh, schon ewig nicht mehr gespielt. Und nur einmal. Ohne Mods auf der PlayStation 4. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Die Brücke meldet, es kann losgehen. Vielleicht finde ich auch noch einen Wetter-Mod. Die gesichtslosen, die farblosen Turianer stören mich ein bisschen. Ich hätte da gern mehr Farbe drauf auf den Turianer-Gesichtern. Mehr Face Paint. Hallo Ryder. Ein anderes Mal. Zuerst muss ich schauen, wo mein Quartier ist. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Ah. Welcher Großteil der Crew? Jill und Shuri. War da der Turianer drin? Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten.
Also wenn sie mir die Hälfte gegeben hätten und die Hälfte mehr Crew gegeben hätten, wäre das auch okay. Check Interviews, Spy Check. Okay, okay. Carry treffen. Wo ist meine Garderobe? Hier. Oh, Hoodie, yeah. Das ist das wichtigste Mod. Alles andere schaut nämlich nicht cool aus. Athletisch schaut noch cool aus, aber Hoodie auf jeden Fall. Farbe anpassen. Eigentlich gefällt mir das in weiß da unten. Nein, das lassen wir weiß rüber da. Und der nur der Drache in der Mitte. Der gehört rot. Verdammt, was ist denn das für eine... Okay, okay. Selbst das Farbeneinstellen ist eigen in diesem Spiel. Passt, passt. Autotönung, eigene Töne. Ah, na, doch, lassen wir. Ja, ja, ja. Das schaut nach der N7-Rüstung schon fast aus. Passt schon, passt schon. Hoodie, yeah, yeah, yeah. Das ist mein Style. Der Hoodie-Style. Das wichtigste Wort. Auf da. Dass wir schön comfy sind. Team. Katze. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Kalojath, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ich höre ein bisschen Echo immer, ein bisschen zwischendurch immer ein bisschen mehr, dann ein bisschen weniger. Work in progress. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin, mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. So, das fällt wahrscheinlich nur mir auf, aber sie könnten weniger also, Reverb. Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Ein bisschen viel Echo haben Sie drin in der Stimme zwischendurch. Vielleicht ist keine Option. Wir haben wohl keine Wahl. Alles klar. Entschuldigung. Was? Eine Ansprache. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Große Ansprache. Was haben wir? Die größte Ansprache nehmen wir. Nein. Finden wir raus, was uns da draußen erwartet. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Beste Ansprache. Beste. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Pfeife hätten wir auch zur Auswahl.
System, Pythias. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Bezeichnung, EOS. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Das war's. Das hätten sie sich sparen können, dann eine Animation einzuführen. Aber ja, was weiß ich. Muss ich auch ein scannen. Ein kinetisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir herausfinden. Ah, da kann ich endlich Waffen wechseln. Dafür habe ich mir... Ach, ich habe eine Pionier bekommen. Verdammt. Falken spielen. Mods. Lauf. Morgazin, Pistole, Präzisionsgewehr, Observer. Wo kommen die denn her? Habe ich das reingemoddet? Schurke. Kann sein. Ich weiß es selber nicht. Die Vase Silvernate. Da haben wir nichts anderes. Rüstung. Jetzt haben wir da was Neues. Habe ich das auch reingemoddet oder ist das Teil der besseren Version? Schon bei auf jeden Fall nicht so besonders aus. Ah ja, der haben wir Boni. Max Muni, Waffengewicht. Das schaut ein bisschen schlecht aus. Der schaut besser aus. Da haben wir nichts. Okay. Und Moni. Schwert, das können wir dann mal upgraden. Da können wir nichts machen sonst. Trupp! Etra. Der MC ist viel größer. Ah, da ist die Rüstung, die ich meinte. Die habe ich mir auch gegönnt. Ich schätze, Vetra werde ich noch umschauen, dass ich was bekomme. Und für die anderen Follower wahrscheinlich auch noch extra was. Passt. Wo kann ich bestätigen? Was soll bestätigen? Bin soweit. Es kann losgehen. Hoffe, das gilt für uns alle. Kello? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Wir sind nicht Millionen Lichtjahre geflogen, um hier zu sterben. Die Initiative wird nicht scheitern. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können! Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an.
Wir schaffen das, oder? Verdammt! Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Schaut gut aus, die Rüstung. Ich wüsste nicht mal, wo wir hier anfangen sollen. Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von Eos blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn Eos so ist wie Echt jetzt, Ryder? Es muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Und woher hätten Sie das wissen sollen? Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben Sie einen. Wir werden Eos zu einem Zuhause machen. Eos. Dieses Bauwerk da vorne. Wow. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch. Let me in. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Als ob das viel ändert. Die Nexus kann Eos einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das Eos helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Ist es klüger, sich zu verstecken und zu hoffen, oder ein Risiko einzugehen, das vielleicht die Rettung für den ganzen Planeten bedeutet? Ich erinnere mich an die Zeit, als Leute so geredet haben. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Fight. Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt. Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Die Strahlungsmittel liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ja, ich weiß. Ich darf nicht zurückrufen. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Der Generator ist aktiv. Sam, unser Freund Clancy, hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Er hat also seine Freigabe genutzt, um sich von der Station zu schleichen und ein paar Credits nebenher zu verdienen. Versuchen Sie doch bitte etwas weniger beeindruckt zu klingen, ja? Irgendjemand zu Hause? Loot ist zu Hause. Brauche bessere Rüstung und Waffen. Und Lithium. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Der verschafft uns Zugang, wenn wir ihn brauchen. Zuerst wird mal gefightet, oder? Wow. Perfekte Landung. Wir haben Gesellschaft. Diese Analyse liegt möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt. Ich habe die Position gekennzeichnet. Oh, da oben, Gangnuts. Feinde!
Mist, Mist, nein, das sind die falschen Tastenkombinationen. Das war die Falken, die schlechtere Wahl. Nicht schlecht. Okay, doch. Sie haben es nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Warnung, extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Ich sehe mich nochmal auf dem Außenposten um. Es nur zu finden, wird nicht reichen. Hoffentlich sind Sie klüger als wir. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten. Cobra-Raketenwerfer. Na, Lock. Okay, ich habe hoffenweise Sachen. Kann ich meine Avenger schon verkaufen? Ja. Die andere Bezogelinie, meine goldene Waffen. Dann brauche ich nicht die kleinen Sachen. Und... kann ich... Ach so... Okay. Passt schon. Nette Matratze. Sehr bequem. Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Die Augen schauen extrem gut aus. Verdammt. Woran liegt das, im Spiel oder am Mord jetzt? Vergessen wir nicht, was noch auf Habitat 7 passiert ist. Vor dieser Alien-Technologie muss man Respekt haben. Wir sollten es langsam angehen. Klar, wir folgen Ihnen. Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Es wäre also wirklich gut, wenn dieses Bauwerk hier etwas verändern könnte. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Okay. Jetzt, da die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Fancy Clancy's Ausrüstung werden wir suchen. Oder Auto. Fluorid. Oh, Steine. So ein Jetpack zum Herumbewegen ist schon klasse. Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Bibi. Oldschool Medipacks. Medijail. Die Forschungsstation ist wieder online.
Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Oh. Diese haben wir doch schon. Was für Rüstung. Helm. Scavenger Helm haben wir. Scharmützler, Pathfinder. Ich schätze einfach, dass das... Okay, verstehe schon langsam. Sturmgewehre, Sandsturm, schaut gut aus. Zu wenig, okay. Okay, ein anderes Mal. Offscreen werde ich diese Sachen machen. Ganz sicher. Die sind nicht so interessant jetzt. So wie Sachen verkaufen, sollte ich auch eher offscreen erledigen. Ja, hier ist er drin. Sonderanforderung. Geländegängiger Späherover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Die Initiative hat davon nur ein paar gebaut. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Wir müssten nur einen anfordern. Verstehe. Und zuerst Sachen looten. Looting my way through. Noch was hier? Gegenarzt vielleicht? Loot nur. Aber hauptsächlich Loot. Klingt fast danach. Ich glaube, Indoor-Gegner gibt es sowieso in diesem Spiel fast nichts. So viele Schwierigkeiten. Und die Kolonisten haben trotzdem nicht aufgegeben. Niemand hatte ihnen gesagt, was sie erwartet. Sam und ich hätten ihnen helfen können. Sowas kommt nicht nochmal vor. Mhm. Hallo. Ah, Snacks. Ein Gramm an Loot. Für diese Sachen habe ich fast ein bisschen zu viel. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ja. Oh, sie haben mir das Zeug runtergeschickt. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Nee, Mann. Hab zwar schon genug Eisen im Blut, aber ist ja egal. Nur Hämochromatose. Sandstürme. Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Ah, sehr optimistisch. Komm schon raus für Team. Wir haben nicht mal Musik. Wo ist meine Ingame-Musik? Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1. Ich glaube, damit reinigt man Wasser. Das Ding ist riesig und kaputt. Waren das die Stürme? Kommen wir rein.
Nein, können wir nicht. Dann wieder weiter. Okay, was willst du noch von mir? Probieren. Terminal. Ausstattung kann ich ändern. Gehen wir mal das Falken mit einer Dana und Pathfinder Deep Impact. Ja, mit dem Pionier. Schauen, was das Pionierzeug kann. Das ist der Charger. Dump. Weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie mir schon mal Goldwaffen in die Hand gedrückt. Dann kann ich Waffe wegstecken. Boah. Noch ein Code. So wie der, den wir schon gefunden haben. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Oh. Kommissar. Nicht der beste Tod, den man sich wünschen kann. Wenn Wände sprechen könnten. Mit genügend sensorischen Daten bin ich möglicherweise in der Lage, ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Ernsthaft? Das kannst du? Normalerweise wäre es unmöglich. Aber da dies ein Gebäude der Initiative ist, habe ich Zugriff auf eine Vielzahl von Daten und Matrizen. Okay, versuchen wir es. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Es hat tatsächlich funktioniert. Kannst du auch den Ton wiederherstellen? Ich arbeite bereits daran. Waren Sie in letzter Zeit mal draußen? An Eos ist überhaupt nichts golden. Ich sage ja nicht, dass es einfach wird, Wilcox. Aber wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Das ist, als würden wir Geistern zuhören. Oh. Ich mag den Batman-Scanner lieber, der auch in Dying Light war, wo man das ganze Gebiet so um sich herum scannen kann. Oh, ein bisschen übertrieben hoch ist der Sprung, würde ich sagen. Habe ich ja auch ein paar Mods reingehaut. Road Rage Mods heißen die, glaube ich. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Vorwärts und rückwärts. Was mache ich hier jetzt? Oh. Oh je. Oh, komm schon raus hier. Ja. Ah, wir dürfen raus, aber erst in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit werde ich vielleicht noch mehr in Vera. Wo rennst du hin? Verdammt! Verdammt! Peace out!